So, Leute. Oh. Willkommen zu einer weiteren Folge. Zelda 3. Präsentiert. Porno Edition. Was? Porno Edition. Nee, dann hätte ich so gesprochen. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Na? Na? Lust auf ein bisschen Zelda? Oh, bisschen Schwertspielerei. Heute gibt's wieder heiße Schwert-Action mit unserem Linky Boy im grünen engen Outfit. Aha! Mit dabei, Fuchs DK. Lass mich einfach Gegner töten, bitte. Ja, okay. Lass mich da aus dem Spiel. Da ist die Bezahlung, 25 Rubine. Geil. Wow. Hast du gesehen, wie ich das geblockt habe? Link ist ganz schön billig. Ja, habe ich gesehen. Das war wunderschön. Das war ein Skillblock, der seinesgleichen sucht. Du musst die Steine, glaube ich, runterschieben. Und wenn nicht, dann musst du einfach weg. Ja. Genau, weil Link kann ja nicht reden, wir müssen ihn synchronisieren. Nee, das war total falsch. Warum hast du das gemacht? Weil ich's kann. Ich wollte einfach hier runterspringen und hab mir so gedacht, scheiße, wir hätten vielleicht den Schalter nochmal umlegen sollen. Und den linken Gang nehmen sollen. Ja, das war mir allerdings zu diesem Zeitpunkt vollkommen bewusst. Ich wollte natürlich hier an dieser Stelle nur demonstrieren, was passiert, wenn man zum falschen Zeitpunkt durch das falsche Loch springt. Darf ich nochmal betonen, wie sehr ich den dritten Dungeon hasse und ich keinen Bock auf ihn habe? Du wirst ihn wahrscheinlich zumindest die erste Hälfte absolvieren dürfen. Wow. Alter, was mal, epische halt, Ausweich-Action. Ich hasse den vierten Bitte? Dungeon, glaube ich. Okay. Es kommt ja drauf an, welchen wir als dritten machen. Wobei, ja, warte, super. Den dritten mag ich auch nicht besonders. Das hat sich ja beide scheiße. Mächtig gelohnt, ey. Ich wollte sagen, die sind aber beide kacke. Die okay. Dungeons. Naja. Jetzt müssen wir erstmal den Glatzkopf umlegen. Ja, der dritte ist verwirrend, aber der dritte ist wenigstens ganz cool. Ja, den Glatzkopf müssen wir umlegen. Wir lieben es ja, alte glatzköpfige Männer mit unserem Schwert zu verprügeln. Weil du es wieder verkackt hast. Weißt du, ich leg den Glatzkopf für dich um. Ja, ja, ja. Hat dann umgelegt und was ist? Ist der falsche. Ja. Och, weil Mann, in dieser ey. Branche kriegt man mehr Geld, wenn man jemanden umlegt. Das stimmt. Luigi, du musst den Glatzkopf umlegen. Der Pate! So. Ja. Und dann sagt Link darauf nur, ich heiße doch gar nicht Luigi. Ich bin nicht Luigi. Luigi doch. Wobei, er hat grüne Klamotten an. Stimmt. Ist leicht zu verwechseln, finde ich jetzt. Also Luigi. Ah. Ich bin gespannt, wo wir hier durchkommen werden. Ich glaube. Wir glauben kannst in der Kirche. Verstehst du, das war voll der Spruch von meinem Mathelehrer, der hat das immer gesagt. Ich glaube, das Ergebnis ist 5. Ja, glauben kannst in der Kirche. Hi. Ich mach mir einen Tee. Du mich auch. Danke, dass du mich hast an deiner Weisheit, oder besser gesagt an der Weisheit deines Mathelehrers hast teilwerden lassen. Ich das werde diesen so, Moment das, nie wieder in meinem Leben vergessen. Das war so, das ist so dieser typische Mathelehrer, weißt du? So dieser Mathelehrer, der immer irgendwie blöde Witze auf Lager hat, über die keiner lacht. Das stimmt aber, meiner war genauso. Das ist, glaube ich, das gehört irgendwie zur Jobbeschreibung oder sowas. Jobbeschreibung, sie müssen schlechten Humor haben, aber trotzdem versuchen krampfhaft witzig zu sein. Richtig. Gott. Das war immer so. Egal welchen Mathelehrer ich hatte, die haben immer irgendwelche schlechten Witze gebracht. Weißt du, was ich mich gerade frage? Wie machen wir das jetzt mit den Herzteilen? Ganz zum Schluss erst? Immer zwischendurch? Oder einfach... Das Problem ist, ich weiß ja nicht, wo der Großteil der Herzteile ist. Von daher würde ich sagen, wenn wir irgendwo gerade auf der Oberwelt rumtingeln sind und du bist an der Reihe, dann kannst du ja mitnehmen, was du an Herzteilen weißt. Ja, und ansonsten, und am Schluss schauen wir dann einfach, nach dem siebten Dungeon noch übrig ist. Genau. Wir kriegen übrigens den Enterhaken. Boing! Boing, boing! Lustige Item. Zeig mir deinen Enterhaken. Das war ja voll lustig von dem Spielemachern, dass sie das so beschrieben haben, das Item mit Boing. Ahahaha. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Ja. Du musst auf die andere Seite, sagte der schlaue Mann, als er merkte, dass die linke nicht richtig war. Auf die dunkle Seite der Macht. Nö. Die ist auch falsch. Aber da ist ein Schlüssel. Doch, die war richtig, hab ich das auch gesagt. Das heißt, die ist richtig. Ich hab dich voll verarscht, Mann. Aua. Der Typ hat dich voll erwischt. Ja, ich hoffe, dass in dem Dungeon gar nicht so einfach ist, den Geschossen auszuweichen, weil er einfach überall was durch die Gegend fliegt. Ja, das ist total assig. Du hast diese Wasserläufer-Dinger, dann schlagen dich die Statuen kaputt, dann hast du diese Unterwasser-Blubbels da, Kackdrecks. Die Quallen nebenbei. Bläh.
Frisst das, yeah. Verreck in der Hölle! Ah, verdammt, aua! Luigi, du darfst nicht den Strom schlagen. Also. So. Was war das denn? Luigi. So. Luigi. Ah, 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 das ist der Zungenzieher. Echt? Ich glaube ja. Aber jetzt steht so unverdächtig in der Mitte. Verdammt, ey. Oh, du bist schon fast wieder down. Was ist los? Ja, das, schau dir das an. Ja, ich sag doch, der Dungeon ist... Der ist voll fies. Aber hier sind wieder schon überall Herzen drin. Nein. Verdammt. Aber hören die nicht auf? Nee, die hören nicht auf. Komm schon. Nein, das ist nicht der... Ah! Hilfe! Du lebst noch. Yeeks! Bonk. So. Bonk. Ach, oh, meine Herren, ey. Das ist so typisch japanischer Bullet-Hell-Shooter-Style. Ich bin auf der falschen Seite, natürlich. Warum sollte man noch auf der richtigen Seite sein, nachdem man sich gerade durch einen Raum gequält hat mit 8 Milliarden geschossen? Ja, das wäre zu einfach. Oh Gott, das Ding ist wieder da. Irgendwie verstehe ich gar nicht, manchmal nicht, wie die Gegner respawnen. Jetzt waren nur die Ziele. Ja, manchmal respawnen. Ich glaube, das kommt drauf an, ob du dich auf der gleichen Ebene bewegst oder nicht. Hm. Glaube ich. Ja, aber es wurden ja... Ach nee, ich muss den Schalter links umlegen, dann kann ich rechts auch durch die Tür, glaube ich. Nee, siehst du, jetzt ist der andere Gegner doch wieder nicht da und ich habe keine Ahnung. In Wirklichkeit interessiert es auch gar keinen wahrscheinlich. Nö. Weil sie sich einfach dachten, wir machen einfach ein... Oh, hast du das gesehen? Luigi. Der hat gerade in dem Moment... Ah, oh, Mixkopf. Ich merke jetzt erst, dass die Fee einen Zauberstab in der Hand hält und das gar keine riesige Kralle ist. Das merkst du jetzt erst? Ja. Wow. Nach. So viel zum Thema, unser kleiner Verstand konnte das damals nicht begreifen. Nach 19 Jahren. Oder wie alt dieses Spiel ist. Wow. Siehst du jetzt die Tür offen? Ich sehe die Feen auf einmal in einem ganz anderen Licht. Auf einmal sind sie total süß. Und nicht mehr unheimliche Gruselkreaturen wie vorher in meinem Kopf. Schreib jetzt eine Creepypasta zu den Feen aus Zelda. Bitte? Ich schreibe jetzt eine Creepypasta zu den Zelda-Feen. Viel Erfolg, Mann. Es war meine Feen-Zelda. Ende. Genau, mit blutigen Augen. Aus. Aus. Weil in der Creepypasta muss immer alles blutige Augen haben. Und sie hatte eine, Kralle. Ja. Anstatt ein, also so wie ich sie immer gesehen habe, quasi. Eine Kralle, die eigentlich ein Zauberstab ist. Eine Boah, Zauberkralle. Ich mit dem Enterhaken hier einfach voll durchrushe. Wütend mit dem Energiestab? Enterhaken. Da war doch... Ja, da rechts ist von zweite. Ja, der rechte von zweite. Der rechte von zweite, vollkommen korrekt. Das war auch fast deutsch irgendwie. Ja, das war schon... Also die deutschen... Die, Gott, ey, die Wörter waren deutsch, wollte ich sagen. Die deutsche waren Wort. Die deutschen... Die oh. Lass es einfach. Ja. Übernehmen wir das Reden für heute. Genau. Ich halte dann mal die Klappe. Dö. Oh Gott. Da war ein Schlüssel, oder? Ja. Zelda Dungeon Style. So viel wieder zum Thema Ebenen. Hätten du was jetzt getroffen, das ist lustig. Das Geile ist, ich muss echt diesen blöden Hit nehmen. So ein Bullshit. Geh kaputt. Okay. Mir ist aufgefallen, wenn man in Pokémon Schwarz, ich weiß nicht, ob auch im ersten Teil, aber auf jeden Fall im zweiten Teil, wenn man die Attacke Fuchtler einsetzt, ja, klingt das wie die Melodie von Super Mario World. Das ist mir nie aufgefallen, denn ich habe in Pokémon Schwarz 2 noch kein einziges Mal Fuchtler eingesetzt. Ich habe nur ein paar Mal befuchtelt, quasi. Das klingt fast wie befummelt. Komm, befuchtel mich, du Stück. Das war schon. Offensichtlich. Oh nein. Anscheinend haben wir nur irgendwelche unwichtigen Items verpasst. Komm her! Ja, unwichtige Items trifft ganz gut. Und das ist halt das, ähnlich wie ein... Was mache ich denn? Warum drehe ich mich um? Ähnlich wie ein Majora's Mask funktioniert der. Nur, dass halt Argus hier wesentlich weniger Blubbel hat, um die man sich kümmern muss. Und wesentlich leichter ist. Ich meine, Ward hat ja 2 Milliarden Blubbel quasi. Ne? Mindestens. Ja. Und nicht sogar 3 Milliarden. Ich glaube sogar 4, mindestens, also 4 Milliarden. Ich glaube sogar, dass es nur 3 sind. Also nicht 3 Milliarden, sondern nur 3. Nee. Weil der Boss hat immer Spaß gemacht, fand ich. Einfach mit dir stellen unter die Drehattacke und alle Blubbels fallen ab. Oh ja. So.
Wie macht man den nochmal in der zweiten Phase? Einfach draufknüppeln. Der hat mir da noch Schaden gemacht. Einfach drauf. Ging der da nicht mit Pfeilen besonders schnell dann? Einfach. Wie gesagt. Weil allgemein muss man ja sagen, sind Pfeile in Link to the Past ziemlich mächtig. Ja, jetzt kommt er irgendwo random runter und rastet raus. Genau. Ich probier's mal mit Pfeilen. Nee. Wirbelattacke. Boom! Komm schon, komm schon! Boah! Das ist ja lustig. Und. Oh, verdammt, jetzt war ein bisschen zu schnell. Ich meine, guck ihn dir an, wie er da rumdriftet. Er ist lustig. Ja, er ist total easy. Guck mal, das Wasser hält an. Das Wasser ist mit explodiert. Unglaublich. Jetzt kommt einer. Ich fang's. Na, ah, verarscht. Und wieder eine Prinzessin getötet. Yay. We are the Princess Killer. So ist Princess Killer Link. Edler? Die darfst du übrigens widersprechen. Ich weiß. Ich bin ja hier die Prinzessin. Genau. Oh, Demaru, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Ah, die hat es wenigstens mal richtig erfasst. Das Zweifel erfüllt den, der es fest berührt. Solange es lebt. Solange er lebt. Alle Wünsche. Das hat uns schon so ein Baum erzählt. Ich dachte nur einen Wunsch. Deshalb mussten nur wenige vor diesem goldenen Land. Doch im Laufe der Zeit ging auch dieses Wissen nach und nach verloren. Erst Ganon entdeckte es wieder. Zum Glück weiß er aber nicht, wie man die Lichtwelt in zurückkehrt. Denke daran, du verfügst über die Kräfte des Zauberspiegels, die dich nach Hyrule zurückbringen. Ich find's geil, wie Ganon nie auf die Idee gekommen ist, einfach mal diesen vermaledeiten Spiegel zu benutzen. Das stimmt. Hey, das ist ein magischer Spiegel. Ich werf ihn einfach mal hier irgendwo auf den Berg wieder weg. Nur der wahre Held kann diese Kräfte nutzen. Suche die Teleportade. Das gibt nicht nur auf dem Todesberg. Oh, war nur so vor Waldwelt, um die Bösewichte zu finden. Das ist eigentlich, man muss sagen, der Monolog ist eigentlich auch wieder totaler Schwachsinn, denn die erklärt uns jetzt nur, wie man das Spiel zu spielen hat. Ja, du bist der Einzige, der gerne aufhalten kann, hast du doch verstanden? Ja. Wechsel zwischen Licht- und Dunkelwelt. Okay. Das hat uns schon so ein Baum erzählt. Ja. Das war ein Bullshit. So. Next Enemy ist oben. Bitte? Norden. Norden? Mhm. Ganz oben im Wald. Da ist Nummer 6, da ist Nummer 4. Links oben. Ach stimmt, 4 war in dem Haus, ne? Mhm, bei Master Schwert ist das. Okay. Der Endgegner war voll schwer. Hust. Vom dritten Dungeon meinst du? Mhm. Welcher war denn das? Die Motte. Ach Gott. Der einfach nur nichts macht. Wir können uns doch vor der Motte noch irgend so einen Zauberstab holen, oder? Den Eisstab, weißt du? Ja. Geht das vor der Motte? Ja. Oder war das der Feuerstab? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass Speedrunner... war da drinnen. Das ist der andere, das Dungeon-Item. Okay, dann habe ich das jetzt gespoilert. Das tut mir auch nicht leid. Nee, ich habe nichts mitgekriegt. Was? Hm? Was? Wo bin ich? Hallo? Guck mal, der Baum hat ein Gesicht. Wir müssen ihn töten. Sprech ihn an. Hi. Oh, jetzt habe ich mich aber erschreckt. Seit hunderten von Jahren habe ich keine normalen Menschen gesehen. Lassen Sie ein wenig plaudern. Angeblich kann man die einäugigen Giganten mit Bomben erledigen. Wow. Mensch. Auch mit einem Schwert. Stimmt. Warum bin ich jetzt in den Bomben? Wahrscheinlich wollte er uns eigentlich nicht sagen, dass wir sie mit Bomben erledigen können, sondern dass wir diese Giganten mit den Bomben erledigen können, indem wir sie töten. Ihr könnt die Gegner übrigens erledigen, indem ihr sie tötet. Moment. Also manche Tipps in dem Spiel sind schon, die haben schon, ja. Ah! Hand und Fuß. Mit dem rede ich jetzt nicht, der gibt mir wahrscheinlich auch wieder so einen total dämlichen Tipp. Ah, warte. Da gibt's ein Herzteil. Ja! Ich erinnere mich, glaube ich. Boah! Schau mal, hä? Gelöst wie ein Pro, Mann. Secret. Wow! Herzteil! Ey, neuer Herzcontainer, Mann. Du. Boah, cool. Wir haben es voll drauf. Gut, das sind sowieso so viele. Das ist die Herzkammer. Die Herzkammer sollte eigentlich auch wie ein Herz geformt sein, aber es war dafür nicht mehr genug Geld, weil deswegen sieht es nur aus wie ein Tee. Achso. Macht natürlich jetzt im ersten Moment keinen Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Es ist schon relativ sinnvoll. Im zweiten Moment aber macht es immer noch keinen Sinn. Beim dritten Mal aber schon ein bisschen. Nee. Ein bisschen. Nee. Ein ganz kleines bisschen? Nee, überhaupt nicht.
Aber beim vierten Mal. Verdammt. Nee, du. Halt nicht. Die fand ich auch immer seltsam. Oh, das Schaufel-Minigame. Verdient die 80 Rubine, Mann. Sollen wir schauen, ob wir das Herzteil finden? Viel Spaß. Wo ist die Schaufel? Also. Die... Nein. Herzteil. Ich grab das schon mal. Nimm doch das Geld noch mit, wenn du schon dabei bist. Ja. Dann können wir das nicht. Muss buddeln. Schaffen. Ich will das Herzteil. Ach komm schon. Gut, dass wir nur die Sachen finden, die auch wirklich nützlich sind. Ja, ich finde das super. Und... Ey, das ich sind weiß, voll keine ich, Sekunden, Mann. Der zählt ja ich eins, weiß, dass dieses Minispiel so ziemlich für jeden Speedrunner die Hölle ist. Also für jeden 100% Speedrunner. Ja. Weil du kannst dich überhaupt nicht drauf verlassen, was kommt. Deshalb machen wir es gleich nochmal. Ich will nämlich das Herzteil haben. Ja, mal gucken, wie lange das dauert. Wahrscheinlich noch in der Rest der Folge. Ja, dann müssen wir es wenigstens später nicht machen, weißt du? Moment, was kostet 80 Rubine? Ja. Ich dachte, es kostet 30 und wir müssen 80 sammeln. Wenigstens kriege ich jetzt Rubine wieder. Oder was ist die Voraussetzung? Bitte? Müssen wir 30 Rubine finden, oder was? Nee, für das Herzteil meinst du? Ja. Nee, das Herzteil ist irgendwo da unten vergraben. Nee, aber er hat doch irgendwas von 80 und 30 gerade eben gearbeitet. Ach so, 30 Sekunden Zeit haben wir. Ach so. Och, komm schon. Also ich denke direkt mal wieder an Geld. 30 Rubine, 80 Sekunden irgendwas. Weil ich einfach nur Zahlen lese. Ja, siehst du mal. Sobald du eine Zahl siehst, denkst du wieder nur an Kohle. Sau. Das macht dann 3,50 Euro. Okay, Moment mal. Was? 3 Minuten 50? Oh. Und das Schlimme ist, für die das jetzt nett wissen und denken, ich fucke hier nur rum, das Herzteil ist tatsächlich immer irgendwo anders. Also es ist wirklich purer Zufall, ob man es findet oder nicht. So ein Scheiß, ey. Hat sich diese Kacke einfallen lassen. Gibt's aber noch nette Minispiele, wie zum Beispiel das Schatztruhenspiel. Ja, es ist das Gleiche. Nur in Rot. Oh, Mann. Ich sehe schon, bevor wir das Herzteil haben, sind wir pleite. Mach mich nicht schwach, Mann. Wobei, ich nehme schon immer gut Geld wieder mit ein. Also wir verlieren nicht so viel. Ja, ein bisschen was. Also beim letzten Part hast du ja auch nicht 30 mehr, ja. Aber merkst du, wie er absichtlich langsam zur Seite geht, der Ekelhafte? Ja, damit mehr Zeit verstreicht, bis wir anfangen können. Der Sack. Scheiß Schattenwelt-Assis, ey. Das ist das gleiche Pack. Scheiß Rassisten, Mann! Mensch, ist das spannend. Ja, ich komme um vor Spannung. Ich glaube, weißt du was? Wir machen das einfach so lange, bis ich es finde. Und wenn es wirklich zu lang dauert, also wenn die Folge jetzt irgendwie eine Stunde lang ist, dann beschleunigen wir das Ganze einfach. Mit der Macht der Nachbearbeitung! Sehr coolen von Rot gesehen, neulich heißt quasi vor Milliarden von Monaten. Ja. Der war cool. Der hat aber einen coolen von Rot gesehen, der war cool. Einen coolen von Rot, der cool war. Der war cool, übrigens. Achso, war der cool? Der war ganz schön cool, ja. Der hat nämlich da... Arsch! Der hat nämlich... die Parts, die er gemacht hat, die waren immer ganz kurz nur. Aber ist ja klar, weil... er durch die Höhle. Die muss ja so durch die Höhle kommen, dass kein Pokémon angreift. Ja. Und für Schutz kaufen wir ja keine Zeit.
Das heißt, man macht da immer einfach nach jeder Höhle so, macht da nach jeder Höhle einen Speicher, speichert man, weißt du? Okay. Ich hab einen ganz coolen von Gelb gesehen, wo der Typ quasi das so gemacht hat. Also der hat sich Schütze gekauft, weil das auf der Route irgendwie schneller war. Der ist irgendwie bei knapp. Oh, ein Herzteil! Geil! Hau ihn mit der Schaufel eins über! Der ist bei knapp über 2 Stunden und seine Taktik ist quasi, dass er sich ganz am Anfang irgendwo in Nidoran fängt, das auf Nidoking so schnell wie möglich hochpusht. Ja. Und dann einfach mit X-Accuracy und Hornbohrer arbeitet. Ja, das hat er auch gemacht. Also mit Geofissur und Glurak. Und das ist total übel. X-Genauigkeit-Dingens da, X-Treffer. Genau. Weil in der ersten Generation war das ja, glaube ich, nur, wo das um 100% erhöht hat, ne? Ja. Ja. Da hat aber auch, der hat auch die einzige Attacke, mit der er angegriffen hat, war auch Schlitzer. Weil das einfach eine, glaube ich, 97%ige Volltrefferchance hatte oder so. So, ja, wir haben das Herzteil bekommen. Soll ich mich noch vor den Wald stellen? Ja, dann können wir quasi buchstäblich, ich weiß nicht mal, wie wir da hinkommen. Über nach oben. Okay. Das ist übrigens eine geile Angabe, oder? Über nach oben. Ja, das finde ich super. Besonders, wenn es nicht nach oben geht. Richtig. Ich hasse diese Schattenwelt. Sie ist so verwirrig. So verwirrend. So verwirrig. Du musst ich bin Sahasrasa. 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 Bob. Ich habe mich immer gefragt, was das eigentlich genau für Dinger sind. Ich fand immer toll, kaputt zu hauen, weil ich war so ein aggressives Kind, der immer alles zerstören wollte. Ach so. Ja. Deswegen habe ich so selber gesehen und dachte so, boah, geil, da kann ich mit Hammern kleine lilane Knetknüppel kaputt bossen. Das ist niemals die richtige Richtung, die ich da gerade gehe. Doch, du musst nämlich das mit dem Enterhaken da links rüber. Ah, ich erinnere mich, ich muss mit dem Enterhaken da links rüber, ne? Ja, ich glaube, von wenn unten. Du den Enterhaken benutzt, kannst du das sogar links rüber. Aber, Moment, nee, ich kann oben. Den Enterhaken hier gar nicht benutzen, schau mal. Ja, nach oben musst du. Ja, also. Da ist eine Lücke. Ah, da ist eine Lücke. Echt, das Mensch, stimmt. Gut, das dass ich die Lücke, noch gesehen ja. habe. Bitte? Das ist echt eine Lücke. Ja. Danke, dass du es gesehen hast. Ja, ich meine, ich kenne mich halt einfach aus in dem Game, ne? Ja. Und da sind die Bombenmänner, die man erledigen kann. Tip of Doom. Wir erledigen sie, indem wir sie töten. Nein. Unnötiger ich bin echt Tipp. Gut, dass wir dieses eine Herzteil jetzt haben. Am besten wäre noch der Tipp, wenn sie sagen würden, ich habe gehört, dass man ihn endlich nur besiegen kann. Ey, wusstest du schon? Ey, wusstest du schon? Mit deinem Schwert machst du Schaden. Ja, so ungefähr von dem Niveau sind die Tipps der Bäume. So, jetzt nach oben. Das hat ja schon so ein bisschen was von Fei, ne? Ja. Meister Link, wenn du dein Schwert benutzt, machst du dem Gegner Schaden. Nein! Ey, nach rechts. Du warst schon richtig eben. Was? Mhm. Wie? Da oben. Jetzt hoch echt? Rechts. Da hoch? Ja. Das wusste ich natürlich. Ich wollte nur noch mal das Kakariko der Schatten mit. Warum trifft der mich von so weit weg? Guck mal, wir sind im Dungeon. So. Ja, ich empfehle lieber noch mal den Gegner, bevor der uns noch um den Sack geht. Bam. Ah, die Musik. So. Cool. Ha, hast du das gesehen? Das ist wusste gar nicht, dass das geht. Ich auch nicht. Das ist ja cool. Das benutzt ein bisschen auch die Speedrunner, aber das total wichtig ist. An irgendeiner Stelle. Ich glaube nicht, nee, du verlierst dadurch tatsächlich sogar mehr Zeit. Weil du noch den warten musst, bis der Enterhaken quasi ausgefahren ist. Weißt du? Das wir können ja mal zählen. Warte, rennen wir von links, gehen wir nach links. Okay. Ja. Los, 1, 2, okay. Jetzt rennen. 1, 2, ja. Ne? Siehst du mal, du hast ja keine Ahnung. Ja, aber dann über einen längeren Zeitraum. Nee, ich weiß ja nicht. Ja, Leute. Gut. Wir machen beim nächsten Mal im dritten Dungeon weiter. Der zum Glück nicht der ist, für den ich für den dritten gehalten habe, sondern der vierte ist jetzt der richtig üble. Und wenn ich schnell genug bin, bleibt der Scheiße nämlich an Decay kleben. Also drück mir die Daumen. Ich bin gespannt. Tschüss.